Du sitzt gerade in der Klasse und der neue Schüler, von dem der Lehrer letzte Woche gesprochen hat, betretet den Raum. Du merkst direkt, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Es ist aber nicht so, dass er negativ rüberkommt. Nein, ganz im Gegenteil, er hat irgendwas Positives an sich. Wenn er redet, ist jeder still. Jeder ist still und hört ihm zu. Und das Ding ist, sogar wenn er einen schlechten Witz macht, lacht jeder. Obwohl der Witz schlecht ist, so. Du checkst nicht warum. Aber ich sag dir warum. Diese Person besitzt etwas, die kein anderer in der Klasse hat. Und zwar ist die Sache Präsenz. Ich werde das Video in drei Teile unterteilen, weil ich wirklich sehr detailliert in das Thema reingehen möchte. Erstens über die Präsenz im Körper. Dann möchte ich über die Präsenz in der Stimme sprechen. Und zu guter Letzt und eigentlich auch am wichtigsten, die Präsenz in sozialen Interaktionen. Zuallererst einmal, die Präsenz beginnt im Körper. Weil der Typ kam in die Klasse und das Erste, was du gesehen hast, ist sein Körper, beziehungsweise auch seine Äußerlichkeit. Ich hätte das jetzt auch Präsenz in der Äußerlichkeit nennen können. Das Ding ist, es gibt dabei eine unterbewusste Sprache der Macht. Und sie sagt viel mehr als jedes Wort. Und zwar ist es das, was ich sehe. Wenn ich ein Bild sehe, kannst du so viel beschreiben, wie du möchtest. Ich sehe das Bild schon. Deswegen sagt man ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und es gibt eine Körpersprache der Macht, sage ich jetzt mal so, die charismatische Leute, Leute mit Präsenz, Leute, die selbstbewusst rüberkommen, benutzen. Erstens, die spreizen ihre Gliedmaßen. Also ihre Arme sind nicht an deren Körpern, ihre Beine sind auch nicht zusammengepresst. Nein, die sind ganz offen, zeigen, dass sie offen für alles sind. Die zeigen eigentlich nur, dass sie nicht verschlossen sind. Also wenn ich jetzt so sitzen würde, das würde nicht gut rüberkommen. Dann, und das sagt mir meine Mutter eigentlich immer, gerade stehen und Schultern nach hinten. Scheiße. Auf jeden Fall heben sie auch ihr Kinn. Und zum Beispiel so, wenn ich mit euch spreche, kommt das meistens so rüber, dass ich etwas charismatischer rüberkomme. Okay, im Sitzen ist es ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Aber nicht zu hoch. Weil dann kommt das arrogant rüber oder wenn ihr zu hoch macht, dann bricht ihr euch euer Genick. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen präsent sein, vielleicht aber nicht präsent im Krankenhaus. Das Öffnen der Brust. Und ja, ich habe versucht, diese Körpersprache in einem Bild zusammenzufassen. Ich habe Bilder gesucht und während ich ein Fußballspiel geguckt habe, habe ich bemerkt, Bruder, der Typ hat alles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, in einer Aktion gemacht. Und zwar rede ich für die Leute, die Fußball kennen, über Jude Bellinghams Jubel. Ich blende es irgendwo ein. Auf jeden Fall, der hat alles gemacht. Gliedmaßen gespreizt, Schultern zurückgezogen, das Kinn gehoben, Brust raus, Schultern nach hinten, Beine breit, Arme gehoben. Okay, Beine, ja, doch, Beine sind schon breit. So. Also, wenn mich jemand fragen würde, ey Bro, wie sieht für dich Präsenz aus? Ich würde ihn einfach Jude Bellinghams Bild zeigen und fertig ist. Das Ding ist, diese offene Körpersprache ist in dem ganzen Tierbereich, also im Tierreich, sage ich jetzt mal so, mit Dominanz und Status verbunden. Kannst mir sagen, was du willst, aber je größer das Tier ist, desto, ich weiß nicht, desto mächtiger ist es so. Weißt du, ich meine, so ein Gorilla ist viel mächtiger als so eine Ratte. So, jetzt aus meiner Sicht, keine Ahnung. Das Ding ist, vom Mensch über Primaten bis hin zu Hund, Katze, bla bla bla, diese nonverbalen Signale zeigen einfach Status und die zeigen einfach Macht. Und das Ding ist, es gibt auch so kleine Gesten, Mikrogesten nennt man die, die auch zeigen, dass man präsenter ist. Diese Mikrogesten sind zum Beispiel sowas wie ein fester Händedruck oder direkter Augenkontakt oder das Nicken, wenn ich mit dir spreche oder wenn ich mit irgendjemandem spreche. Ich sehe das nicht mehr. Die meisten Leute, die ich begrüßt habe in den letzten paar Wochen, die geben offiziell ihren Händedruck so. So ein auf, Bro, ich habe deine Hand berührt. Es ist Händedruck. Hier. Oder Augenkontakt. Oder wenn die nicht nicken. Bruder, woher soll ich wissen, ob du checkst, was ich dir sage? Nick doch. Wenn die nicht nicken und einfach offiziell so sind, habe ich das Gefühl, und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dass die erstens, die checken mich nicht oder die sind gerade am Tagträumen. Oder die denken über das nach, was sie gleich sagen werden. Also die sind einfach nicht präsent. Natürlich gibt es neben der Mikrogesten noch die Bewegung im Raum. Und charismatische Leute, die bewegen sich etwas anders. Ich sag dir nicht, änder deine Art, wie du läufst. Das ist ja ein bisschen zu viel verlangt so. Aber die bewegen sich etwas anders. Die bewegen sich so, als hätten die ein Ziel. Deine Bewegung muss kontrolliert sein, mit Bedacht. Das war's erstmal mit der Präsenz im Körper. Kommen wir jetzt zu der zweiten Sache, die wir alle bemerken, nachdem wir eine Person sehen. Und zwar die Stimme, die Präsenz in der Stimme. Und das Ding ist, viele Leute wissen das nicht. Wenn die Präsenz im Körper gut ist, aber die Präsenz in der Stimme Müll ist, oder dann ist die Präsenz weg. Kannst mir sagen, was du willst. Wenn der Typ krass reinkam, selbstbewusst, bla bla bla, charismatisch, und dann fängt er an, so zu reden. Charismatische Leute sprechen langsam. Ohne Eile, ohne Angst vor Pausen und ohne Angst, unterbrochen zu werden. Das Problem bei mir ist, und ich weiß, dass viele Leute das Problem haben, ist, wenn die sprechen, haben die Schiss, dass die unterbrochen werden. Deswegen reden die einfach durch und durch und durch und durch und durch. Langsames Reden zeigt, dass du selbstsicher bist. Und das Ding ist, es gibt eine wichtige Sache. Die hätte ich eigentlich in einem komplett anderen Video machen können, aber ich sage das jetzt einfach mal.
Worte haben Gewicht und Wert, wenn sie bewusst und mit Bedeutung gewählt werden. Ich mag es, das Konzept mit dem Konzept der Inflation zu erklären. Ich versuche das jetzt auf ganz easy rüberzubringen. Je mehr Geld es gibt, desto weniger ist es wert. So mäßig, je mehr limitierte Schuhe es gibt, desto weniger sind sie limitiert. Checkt ihr, was ich meine? Je mehr Worte du sagst, die ohne Bedacht gewählt worden sind, desto weniger sind deine Worte wert, egal wie wichtig die sind. Das heißt, eine Person, und wir kennen jeder von uns kennt eine Person, die redet, Radio einfach, Radio, redet. Aber wenn sie irgendwann mal was richtig Wichtiges sagt, hört dir keiner zu, weil sie hat einfach schon zu viel geredet. Bro, du hast dein Limit schon überschritten für den Tag. So, sei aber leise. Deswegen, das nächste Mal, wenn du redest, ist das, was ich sage, sinnvoll? Hat es Wert, was ich sage? Wenn es keinen Wert hat, Bruder, sei leise. Red einfach nicht. Außer, Bruder, du bist mit deinen Freunden. Mach, was du willst. Aber es geht einfach nur darum, dass deine Worte Wert bekommen. Wie jeder von uns kennt auch diese eine Person, die aber leise ist. Und wenn sie etwas sagt, oh mein Gott, er hat das gesagt. Obwohl die andere Person, die viel mehr redet, hätte dasselbe sagen können, aber bei ihr wäre das so, ja, ist einfach eine Sache von tausend Sachen, die er gesagt hat. Also ganz wichtig, wählt eure Worte mit Bedacht. Kommen wir zum Stimmvolumen und Stimmton. Ich weiß, ich gehe ein bisschen zu detailliert rein, aber ich will keine 20 Videos machen. Damit du deinen Stimmton bzw. dein Stimmvolumen kontrollierst, red einfach langsamer. Und das Ding ist, ein kontrollierter Stimmton zeigt auch Autorität und wird auch mit Vertrauen assoziiert. Weil wenn du schnell redest, zeigt das einfach nur, dass du zu schnell denkst. Eine Person, die etwas langsamer redet, zeigt, dass in deren Kopf etwas passiert. So. Es passiert etwas. Nicht nur das Reden an sich, also die Präsenz in der Stimme, dann denkt jeder, ja okay, das Reden selbst. Nein, auch die Pausen und die Stillen sind sehr wichtig. Die Stille ist wirklich sehr wichtig. Früher war das bei mir so, dass ich die Stille aus meinen Videos rausgecuttet habe, weil ich Schiss hatte, dass die Leute gehen. Jetzt packe ich die Pausen extra rein. Weil du musst dir vorstellen, die Pausen sind genauso wichtig wie das, was ich gesagt habe. Eine Pause gibt dem Zuhörer Zeit, das zu verarbeiten, was ich gerade gesagt habe. Jetzt, wenn ich jetzt eine Pause mache, denkst du über das nach, was ich vorhin gesagt habe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen müsst ihr eine gute Balance halten. Weil ich kann kein Video machen, wo ich 10 Minuten durchrede. Da, Bruder, bei dir wird nichts durchkommen. Und ich kann auch kein Video machen, wo ich 10 Minuten nichts sage. Da kommt natürlich nichts durch, weil ich da nichts rüberbringe. Jetzt eine ganz kurze Sache, die nichts mit der Stimme zu tun hat. Aber ich muss das einfach kurz sagen. Und zwar gibt es eine Präsenz in der Hierarchie. Und ich rede nicht über die Hierarchie so mäßig, oh mein Gott, Ägypter, Pharao, blablabla. Nein, Leute mit Präsenz zeigen meistens, und es gibt auch Leute, die das nicht zeigen, aber die Mehrheit ist so, dass sie in der Hierarchie etwas mehr oben sein möchten. Und du musst in deinem Business oder so nicht der Chef sein, aber du musst halt zeigen, dass du mehr anstrebst. Und das zeigt einfach nur, dass du dein eigener Chef bist. Also ganz wichtig, du musst kein Chef sein, sondern du musst dein eigener Chef sein. Das ist ein großer Unterschied, viele checken das nicht. Oder doch, eigentlich, so einfach, so schwer ist das jetzt auch nicht. Ich will jetzt keinen philosophischen Scheiß draus machen. Sei einfach dein eigener Chef. Das zeigt einfach nur, dass du selbstsicher rüberkommst. Und dadurch wird deine Präsenz auch besser. Es gibt eine Zwei-Wege-Beziehung zwischen deinem Geist und deinem Körper. Wenn dein Geist sich gut fühlt, zeigt es dein Körper. Also zum Beispiel wie bei Jude Bellingham. Er hat ein Tor gemacht, fühlt sich behindert krass. Dein Geist fühlt sich on top, Level 100. Und er hat das gezeigt mit dem Jubel. Wenn ich jetzt diese Machtposition einnehme, hier während ich sitze, Schulter nach hinten, Brust raus, Kinn ein bisschen hoch und ich fange an zu reden. Dann nimmt mein Körper das auch so auf, nimmt mein Geist, besser gesagt, mein Körper zeigt das, aber mein Geist nimmt das so auf, oh Bro, er fühlt sich wohl, er fühlt sich mächtig. Und dann gibt es so einen Zyklus, wenn mein Geist sich mächtig fühlt, dann fühlt sich mein Körper mächtig und so weiter und so fort, blablabla, wisst ihr, was ich meine? Deshalb sagt man ja auch, wenn man traurig ist, soll man angeblich, ich habe das ausprobiert, das geht manchmal, je nachdem wie traurig ich bin, man soll in den Spiegel gucken und lachen oder sich angrinsen. Klappt bei mir, aber kann auch sein, dass ich einfach behindert bin. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die meistens unterschätzt wird. Und zwar die Kleidung und das Auftreten. Ich muss ehrlich gestehen, dass meine Mutter mir alles holt. Ich selbst habe schon mal hier und da mal eine Hose, mein T-Shirt geholt. Aber mein Schrank, meine Mutter hat ausgewählt. Und dafür bin ich erstmal dankbar. Danke, Mama. Damit du präsenter rüberkommst, beziehungsweise dein Auftreten selbstbewusster rüberkommst, musst du in dem, was du anhast, selbstbewusst rüberkommen. Das heißt, wenn du etwas anhast, wo du nicht wirklich selbstbewusst bist, kannst du wirklich nicht selbstbewusst rüberkommen. Wenn ich jetzt so ein Top anhätte, es gibt auch so eine, kennt ihr von Naruto Sai, dieser eine, der so Sasuke replacen sollte, der Typ hat doch einfach so bauchfrei an, ich könnte das niemals anhaben. Ich weiß nicht, der Typ hat schon Eier, so muss ich ehrlich sagen. So. Ach so, und was ich eigentlich gar nicht erwähnen sollte, ist Hygiene, Jungs. Ein gutes Erscheinungsbild, Zähne putzen, saubere Kleidung, gepflegte Haare. Ich weiß, dass ich das sagen soll, dass ich das wirklich sagen muss. Aber egal, scheiß drauf. Um eine Präsenz zu machen, musst du diese Gewohnheit dazu entwickeln. Und das Ding ist, das ist alles eine Gewohnheit. Deswegen, je öfter du das machst, desto besser wirst du. Also ich sag dir jetzt,
Du kannst nicht raus und auf einmal die beste Version von dir selbst sein. Naja, Bro, das braucht schon Zeit so. Kommen wir zum interessantesten Part. Und zu dem Part, wo ich am meisten ausrasten werde. Und zwar Präsenz im sozialen Kontext. Dort ist es am wichtigsten. Also erstmal schön aussehen und Stimme, okay. Aber wie kommt die Person rüber? Das ist das Wichtigste, weil du kannst präsent sein, wie so viel du möchtest. Aber wenn du mit der Person selbst nicht klarkommst, dann hast du verkackt, sag ich dir so, wie es ist. Es gibt eine Sache, die macht niemand mehr. Gefühlt niemand mehr. Und zwar ist das aktives Zuhören. Und das fuckt mich einfach ab. Wenn ich rede, sehe ich in den Augen von den anderen Personen, dass sie gerade nachdenken über das, was sie sagen. Und ich merke das direkt, dass wenn ich meinen Satz beende, direkt die andere Person direkt ein neues Thema anfängt. Ich meine, Bruder, verarbeite doch erstmal das, was ich gesagt habe. Verarbeite das, was ich gesagt habe und dann rede. Gib deine Meinung und eine passende Meinung, weil ich selbst habe, also wenn ich das Problem habe, dass ich zum Beispiel nicht aktiv zugehört habe, dass ich nicht checke, oh mein Gott, wie soll ich jetzt reagieren? Und dann mach schon mal den. Und ich hoffe, dass er keine Frage gestellt hat. Weil Bruder, Stefan, ich frag dich, ey Bro, welches iPad benutzt du? Ja, Mann, Bro. Digga. Wisst ihr, ich meine, aktives Zuhören, das zeigt einfach, dass du interessiert bist. Wenn du interessant rüberkommen möchtest, musst du interessiert sein an der Person. Jetzt auch eine ganz wichtige Sache, und zwar Grenzen setzen. Charismatische Leute setzen sich Grenzen. Und sie wissen, wann sie Nein sagen. Wenn sie nicht Nein sagen könnten, beziehungsweise wenn sie keine Grenzen hätten, würde sie jeder ausnutzen. Das Setzen von Grenzen zeigt Selbstachtung. Das heißt, du nimmst dich selbst ernst. Und das kann signalisieren, dass du deine Zeit und deine Energie wirklich sehr wertschätzt. Und zwar war das so bei mir, dass mir... Das Ding ist, der Typ kannte mich nicht und deswegen war das noch schlimmer. Der hat mir so einen Nackenklatscher gegeben. Ich war so neu an der Schule und der Typ hat mir so einen Nackenklatscher gegeben. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Nackenklatscher. Ich hab den dann so gepackt und so, ich will jetzt keinen Bollywood-Film draus machen, aber ich hab den so geworfen. Ich hab den so erklärt dann, weil ich weiß, Nackenklatscher wird irgendwie normalisiert. Aus meiner Sicht zeigt das einfach, dass du keinen Respekt vor der Person hast. Das ist aus meiner Sicht. Und du musst dir vorstellen, ich habe denen das so erklärt und der meinte dann auch, ach so, okay. Und das Ding ist, wir wurden dann halt gut und so und wir haben diese eigentlich schon alles vergessen. Aber es soll einfach nur zeigen, dass du von Anfang an Grenzen setzen solltest. Also von dem Punkt an, wo du einer Person Hallo sagst und die Person etwas Falsches macht, sag's. Weil später wird es zur Gewohnheit, dass sie die schlechte Gewohnheit einfach macht. So, wenn ich meinem Freund jetzt sage, Bro, und der gibt mir schon seit 7 Jahren Nackenklatscher, hör auf, mir Nackenklatscher zu geben, sagt dann, Bro, warum? Ich habe dir schon seit 7 Jahren Nackenklatscher gegeben. Ich will auch noch ein 8. Jahr. Das war jetzt ein bisschen viel und ich rede auch schon sehr lange. Aber es... Nehmt das wirklich nicht so ernst. Ich würde euch einfach empfehlen, ihr nehmt euch jetzt einfach ein Gebiet, also entweder Körper, aber ich würde im Körper eigentlich anfangen. Körper, Stimme oder soziale Interaktion. Je nachdem, auf welchem Level du bist. Und du versuchst einfach die Sachen, die ich dir gesagt habe. Und ich kann dir versprechen, ich verspreche dir, du wirst viel charismatischer, viel präsenter, viel selbstbewusster rüberkommen. Aber es wird natürlich Zeit brauchen. Und Jungs, ihr wisst genau, was jetzt kommen wird. Also die Leute, die meine Videos gucken. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.